Berlin. Ja. Es ist mich fasziniert, wenn du mit so einer ganz einfachen Szene, in der eigentlich nichts weiter passiert, richtig Horror erzeugen kann. Also am Ende ja auch mit dem ganzen Film, ne? Also ohne Jumpscares, also ohne reines Erschrecken, puren Horror erzeugst. Es geht um Kairo, nicht die ägyptische Hauptstadt. Ach so. Ja. Auch interessant. Wäre auch ein interessantes Setting für einen Horrorfilm tatsächlich. Auf jeden Fall. Bestimmt auch schon. Sicherlich. Aber dann. Aber nicht um dieses Kairo, sondern um ein anderes Kairo eigentlich. Ein japanischer Titel, aber worum es genau geht, gleich mehr. Erstmal die obligatorische Begrüßung. Hallo, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist, Lukas. Ja, schön, dass du da bist, Martin. Yeah. Das ist toll, wie immer, einmal die Woche. Schöne Tradition hier, Filmmagazin. Ihr auch, schöne Tradition, dass ihr einschaltet, ob das jetzt bei YouTube ist oder im Podcatcher, wo auch immer, auf der Website filmmagazin.org kann man da auch hören und sehen, was wir machen. Schön, dass ihr euch rege beteiligt, uns schreibt, ob ihr uns bei Instagram folgt oder so. Macht das einfach alles gleichzeitig, das wäre uns am liebsten ganz persönlich. Am besten auch auf allen Tabs und so geöffnet. Gleichzeitig. Auch super. Genau. Und wenn ihr so ein VPN-Dingsbums programmieren könnt, wo das sich aktualisiert und so. Ja. Nee, wir wollen nicht zu weit gehen, aber herzlich willkommen, schön, dass ihr auch diese Filmmagazin-Folge wieder eingeschaltet habt. Wir haben uns nach der vergangenen Folge gedacht, wir sprechen ja immer über einen Film oder eine Serie, die gerade entweder aktuell ist oder schon ein bisschen älter. Und in der vergangenen Folge eben waren wir mal im Kino und haben uns einen Horrorfilm angeschaut. Longlegs war das jetzt, wo unter anderem Nicolas Cage mitspielt, der uns nicht so gut gefallen hat. Also wir sind da ein bisschen enttäuscht worden, obwohl wir hohe Erwartungen hatten. Haben wir uns diesmal gedacht, Mensch, komm, jetzt schauen wir mal vielleicht was Älteres, was in so eine andere Richtung geht, was, wo wir schon davon ausgehen, dass es ein ganz guter Horrorfilm ist wahrscheinlich, also zumindest hochgelobt auch im Internet. Das muss nicht unbedingt was bedeuten, aber der Film ist jetzt 23 Jahre alt und wenn der immer noch als einer der besten gilt, dann ist da vielleicht was dran und ich denke, da ist was dran. Was genau, darum soll es heute gehen. Genau. Es geht um Puls, also Kairo ist der Originaltitel, japanischer Originaltitel. Das heißt so viel wie Schaltung, glaube ich, also so eine Schaltkreisschaltung. Ja. Ist aber übersetzt worden mit Puls, also der Puls, P-U-L-S-E. Glaube ich nicht ganz wirklich der passende Titel, muss man sagen. Also wenn natürlich Puls nicht. Wahrscheinlich, ich glaube, da war der Gedanke hundertprozentig ja, weil man ein Horrorfilm ist und da hat man dann irgendwann eine hohe Herzfrequenz, weil es so aufregend ist und deswegen Puls, aber. Passt nicht hundertprozentig, also ich nenne ihn auch lieber Kairo, Kairo muss ich sagen, ist ein japanischer Horrorfilm. 2001 erschienen, Regie geführt hat Kiyoshi Kurosawa, einer der, ich würde sagen, einer der wichtigen Figuren des J-Horrors, könnte man, glaube ich, sagen. Und eben das ist auch einer der wichtigen Filme, einer der wichtigen Eckpunkte, an denen man mal vorbeigekommen sein sollte, wenn man sich so japanische Horrorfilme anguckt. Japan ist ja auch schon ein bisschen bekannt für seine Horrorfilme. Auch für eine besondere Art der Horrorfilme, die sich auch dieser sehr unterscheiden von dem, was Hollywood so vorlegt. Worin genau darüber sprechen wir. Aber jetzt erstmal wie immer so eine kleine Inhaltszusammenfassung, damit auch die von euch, die sich vielleicht auf der Suche sind, mal einen Film zu gucken und sich das ja anhören und sich überlegen, okay, ist der vielleicht, ich will mir erstmal anhören, was jemand anderes dazu sagt und dann gucke ich mir den an. Für die eine kurze Inhaltszusammenfassung. Wir sind eigentlich in einem zeitgenössischen Japan, 2001 eben. Das Internet ist gerade so am Kommen, kann man sagen. Die handelnden Personen sind alle so, ich würde sagen, in den 20ern, Studierende auch. Und wir haben im Prinzip zwei Handlungsstränge, die nebeneinander laufen. Eine weibliche Person und eine männliche Person. Einmal Michi genannt, das ist die Frau, und Ryosuke ist der Mann. Wir merken aber schon relativ schnell, dass es in beiden Handlungssträngen etwas gibt, das da, ich sag mal, ein düsteres Gefühl hinterlässt. Und zwar, da ist jetzt auch vielleicht eine kleine Content-Warnung angebracht, denn in dem Film
geht es auch wirklich vordergründig um Suizid. Deswegen, wenn euch es damit nicht so gut geht, dann hört die Folge vielleicht wirklich einfach nicht und skippt die. Denn darüber wird immer wieder zu sprechen sein, weil man kann über den Film und die Filme, die danach dadurch oder den Film, der danach auch dadurch entstanden ist, nicht sprechen, ohne über Suizide zu sprechen. Denn diese sind auch hier sehr explizit dargestellt. Umso kurioser muss ich sagen, dass der Film FSK 12 ist. Also das finde ich wirklich eine krasse Fehlentscheidung. Also der hat mindestens eine, der hat, man sieht kein Blut, ja. Obwohl das, na, also, doch, ich glaube, man sieht einen Kopfschuss und da sieht ja, man gut. Im Hintergrund so ein kleines bisschen Blut tatsächlich. Aber ja, das ist nicht viel. Aber das Krasse ist, der Film startet in den ersten 5 Minuten, sieht man, wie sich jemand erhängt und dann sieht man wirklich, wie der Nacken quasi wirklich sich verlängert hat durch diesen. Und das ab 12 Freigaben. Ich habe zumindest auf der FSK-Datenbank auch gesehen, das wurde 2006. Ja. Gab es diese Freigabe erst. Er kam erst 2006 in Deutschland raus. Nach Deutschland an, genau. Da wurde er auch dann im Zuge des Remakes, über das können wir auch noch dann kurz sprechen, der wurde dann in den USA dann nochmal neu gemacht. Und im Zuge dessen, weil dann quasi USA diesen Film nochmal neu aufgelegt haben, gab es dann auch das Puls, das Original. So hatte man es dann verkauft und dann dessen Zuge kam der überhaupt erst nach Deutschland und dann hat er sich erst die FSK angeschaut und da haben sie natürlich damals 2006 den ab 12 freigegeben. Was wirklich krass ist, weil ich glaube, wenn man das wirklich als Elternteil sich nur darauf verlässt und sagt, es ist ein spannender Film, irgendwie ein bisschen atmosphärisch und lässt sein 12-jähriges Kind das gucken, das ist schon, also in den ersten 5 Minuten merkt man eigentlich schon, nee, das kann nicht passen. Ja, also es geht einfach wirklich, es geht einfach nicht. Also niemand würde ich, weiß ich nicht, ob der mich sogar mit 16 nicht noch zu sehr belastet hätte. Ich hätte ihn wahrscheinlich trotzdem geschaut, aber ob ich meinen imaginären Kindern erlauben würde, ich glaube nicht, wenn sie direkt danach fragen wollen. Also er ist wirklich sehr explizit, man sieht auch noch mehrere andere Suizide, deswegen das ist eine Fehleinschätzung, aber genug davon, du hast schon gesagt, wir starten eigentlich und das ist so der auslösende Ereignis, ein Freund nimmt sich das Leben, wir sehen ihn noch ganz kurz lebendig, obwohl auch das dann schon ein bisschen in Frage gestellt wird, haben wir das wirklich, also war er da wirklich lebendig oder war es vielleicht schon ein Geist, den wir gesehen haben, weil er hing da offenbar schon ein bisschen, also er musste eigentlich ein bisschen länger gehangen haben, so wie es im Film dargestellt ist, kann es nicht sein. Deswegen scheint es auch da schon die Grenze zwischen, und darum geht es dann auch, die Grenze zwischen dem, was ist eigentlich real, was sind jetzt Geister, wer beobachtet hier wen, die verschwimmt dann zusehends im Laufe des Filmes und offenbar sind immer mehr Menschen und es breitet sich irgendwas aus. Also ne, es ist so ein bisschen, es wird auch dargestellt über Türen, die deren Türrahmen, also wenn die zu sind quasi, werden die Ränder rot abgeklebt sozusagen. Und wenn man da durchgeht, dann passiert irgendwas mit einem. Also es scheint irgendwie eine Geisterepidemie zu geben, die sich immer weiter ausbreitet. Leute, die plötzlich in Depressionen verfallen, Leute, die plötzlich gar nicht mehr ans Tageslicht gehen, die einfach nur noch in ihren dunklen Kammern sitzen oder vielleicht auch schon tot sind. Auch das wissen wir nicht so ganz genau. In dieser Welt bewegen wir uns und viel mehr, glaube ich, muss man auch über die Inhaltszusammenfassung gar nicht wissen, weil wer zu welchem Punkt welche Entscheidung trifft und welchen Weg geht und wann die beiden Stränge dann irgendwann mal zusammenlaufen, das ist gar nicht so wichtig, weil der Film eher weniger eine stringent erzählte Handlung ist als eine, Atmosphärenstudie, kann man vielleicht sagen. Aber es hat trotzdem doch eine sehr klare Handlung. Also es ist nicht so, dass das nur so von Szene zu Szene sich irgendwie wabert und man so gar nicht weiß, wie sind da die Zusammenhänge. Das wird schon recht deutlich erklärt. Das kriegt man schon mit, ja. Das kriegt man auf jeden Fall gut mit. Das ist sehr gut zu verfolgen. Es hat eigentlich auch eine recht, zumindest auf den ersten Blick, sehr eindeutige Geschichte. Und es gibt dann auch Hypothesen, wie da diese Geisterwelt überhaupt funktioniert. Das heißt, wenn man da so ein bisschen auch Verständnis dafür aufbringen will, kriegt man auch da eine Erklärung. Vom Film an die Hand gelegt. Ist natürlich auch so gemacht, naja, es ist nur eine Vermutung, wir vermuten, so funktioniert diese Geisterwelt. Aber es ist an sich ein sehr stringent erzählter Film, wo jetzt nicht viel nebenbei noch ist, wo viele Nebenhandlungsstränge sind. Wie gesagt, wir haben so zwei Hauptstränge, die dann irgendwann gegen Ende ineinander laufen, wo dann halt einfach um zwei Menschen geht, die herausfinden möchten, was hat es denn damit auf sich mit dieser Geisterpandemie, könnte man es vielleicht bezeichnen, also diese Geister, die immer häufiger auftreten in Tokio und dann scheinbar auch im Rest der Welt. Das ist aber nichtsdestotrotz ein sehr, ich glaube, thematisch sehr, sehr reichhaltiger Film.
Ja. Muss man wirklich sagen, der spricht viele, viele Sachen an, die es wirklich sehr, sehr interessant macht. Neben dem sehr effektiven Horror, deswegen weiß ich gar nicht, über was wir mal zuerst sprechen, Lukas. Erst die Themen oder den Horror? Ich meine, die sind natürlich mehr ineinander verwoben, wie es auch ein guter Horrorfilm machen sollte, aber was liegt dir denn als erstes auf der Lippe? Boah, das ist wirklich jetzt schwierig. Lass uns vielleicht erstmal über die Themen sprechen die und Themen. Dann über den Horror, ja. Also ich finde sehr interessant, dass der 2001 rausgekommen ist, weil was hier sehr vordergründig ist, ist so eine Skepsis, würde ich sagen, Grundskepsis gegenüber dem Internet und gegenüber Massenmedien auch generell, weil ja dann, sage ich mal, diese Geister sich verbreiten, auch durch das Anschauen von Internetvideos. Oder hat es zumindest den Anschein, dass es dadurch auch mitverbreitet wird oder man zumindest andere Leute sieht, die schon betroffen sind von diesem Geisterfluch, die ihren Lebenswillen verlieren, dass man die halt, dass sie so einsam in ihrem Zimmer sitzen und man die dann halt durch Internetvideos beobachtet. Und es wird auch mehrmals im Film angesprochen, dass man irgendwie gefühlt wird die Welt immer größer, auch durch das Internet wird das Welt immer größer, aber dadurch werden wir immer einsamer. Das ist gerade für das Jahr 2001 ja doch eine sehr vorausschauende Art und Weise gewesen, wo eigentlich noch zu dem damaligen Zeitpunkt auch ganz, ganz große Hoffnungen im Internet lagen, dass es uns groß verbinden wird, dass es quasi die Weltgemeinschaft näher zusammenrückt. Aber hier ist das ein Film, der ganz quasi davor warnt, dass man halt in dieser großen Masse untergeht. Und quasi je näher wir uns durch das Internet kommen, desto weiter weg entfernen wir uns eigentlich. Und jeder ist nur noch in seinem einzelnen Zimmer und nimmt irgendwelche Videos vielleicht auf. Interessanterweise gibt es noch zwei andere große japanischen Werke aus dem Jahr 2001, die das ebenfalls aufgreifen. Deswegen finde ich das interessant, dass das scheinbar in Japan zu dem Zeitpunkt, ich vermute auch mal durch die Geschichte, die 90er Jahre gebracht haben, diese Lehre daraus war. Denn mich hat zum Beispiel wie diese Geister gestaltet sind, die sind ja wirklich so ganz schemenhaft, also wirklich so sehr, so ein schon schwarzer Rauch, ganz verwischendes Gesicht. Das hat mich sehr an die Zugszene aus Chihiros Weise Zaubern erinnert, weil es gibt tatsächlich auch eine 1:1 so eine Zugszene auch in Puls. Und da ist ja auch, kann man diese Szene so deuten in Chihiros Reise, dass es ja auch so diese Einsamkeit ist. Und da ist ja auch dieses Grundthema in Chihiro ja auch dieser Park, der verlassen ist, wo über diese Lost Places, das ist auch das drin. Und es gibt ein Videospiel, was auch 2001 erschienen ist, was das nochmal ganz, ganz deutlich macht. Das ist tatsächlich Metal Gear Solid 2. Sons of Liberty heißt das. Das ist ein ganz großes, episches Werk, wo auch der Spielemacher dahinter, der ist immer auch sehr filmisch angehaucht, der immer ganz, ganz viele Themen in seine Spiele reinbringt, aber immer so ein Hauptthema hat. Und tatsächlich in Metal Gear Solid 2 ist auch diese Angst vor dem Internet und Angst davor, was es auslöst, wenn quasi die gesamte Weltgemeinschaft miteinander verbunden ist, wo das Spiel auch sagt, dass Fake News tatsächlich die größte Herausforderung der Gegenwart sein werden, was auch für das Jahr sehr, sehr zutreffend dann sich herausstellen sollte. Aber und alle diese drei Werke sind alle 2001 in Japan erschienen. Finde ich schon mal sehr interessant. Das ist erscheinbar, würde ich jetzt der japanischen Bevölkerung oder zumindest vielen Künstler und Künstlerinnen nachsagen, dass da eine sehr große Skepsis geherrscht hat, was da dieses Internet bringt und dieses neue Massenmedium. Ja, fand ich auch genauso spannend, vor allem, weil vieles davon, also man kann jetzt nicht sagen, dass sich das alles so wie das bewahrheitet hat, aber da war schon sehr visionär unterwegs mit dem Film. Ne? Also gerade diese Vereinsamung, das ist ja mittlerweile auch was erforscht wird. Das findet ja statt. Ne? Und also ich würde mal mutmaßen, dass diese Darstellung von den Geistern sicherlich irgendwie, dass das was ist, was es in Japan vielleicht schon länger gibt, ne? Diese Art. Ich habe vor allem dran gedacht, wenn man dann bei diesen, wenn man das eine Mal, wo man dann tatsächlich so einen Geist auch mit Gesicht sieht im Prinzip, da wirkt es ja dann wirklich so ein bisschen wie auch das Ohngesicht, ne? So das Gesicht sieht man so halb durchsichtig, unklar erkennbar und drumherum ist alles so blurry und durchsichtig, ist schwarzer Schleier. Und sie werden ja auch zunehmend von Szene zu Szene sozusagen auch ein bisschen durchsichtiger, glaube ich. Am Anfang gibt's ja eine Szene, über die wir noch sprechen müssen, die im Horrorpart, aber wo der Geist im Prinzip noch eine Menschengestalt ist, kann man sagen. Und ohne dass man erkennt, man erkennt es schon, aber ohne dass man erstmal auf den ersten Blick erkennt, dass es ein Geist wäre.
Ich habe auch noch einen anderen, also Suizid ist natürlich auch so ein Thema, ne? Also das wird ja in dem Film auch behandelt und ich habe auch einen Journal-Artikel gefunden im International Journal of Environmental Research and Public Health, den verlinke ich auch mal in den Artikeln. Da haben die sich mal die Suizidraten in Japan angeschaut, also sind nicht die OECD-Werte, da liegt Japan ja irgendwo auch relativ weit vorne für eine Industrienation, aber um die Jahrtausendwende hinweg war das in Japan offenbar auch ein von einem Peak gezeichnet. Also das hatten wir ja auch schon öfter mal drüber gesprochen, als es um Japan ging. Diese 90er waren für Japan jetzt eine Krisenzeit. Ne? Also als dann diese große Blase Ende der 80er geplatzt ist und Japan quasi in eine riesige auch Wirtschaftskrise reingeschlittert ist, Das wirkte ja dann bis in die 2000, eigentlich wirkt es bis heute nach, kann man sagen. Ne? Also was wirkt ja immer nach. Aber um diese Zeit gab es auch eine erstaunlich hohe Suizidrate tatsächlich. Und auch damit geht der Film um und versucht da irgendwie eine Erklärung zu finden. Ne? Es geht halt wirklich auch um die Frage, wie stehen wir eigentlich zum Leben? Ne? Was ist eigentlich das Leben und was ist eigentlich der Tod? Was passiert eigentlich im Tod und ist der Tod jetzt eigentlich schlimm oder ist das doch nicht schlimm? Also ist es wirklich intellektuell auch anspruchsvoll, der Film. Ja, weil ja auch dann ein Charakter ja im Verlauf des Films sagt, dass er eigentlich hoffen würde, dass irgendwann die Medizin so weit ist, dass man unendlich leben kann, dass man nicht mehr sterben muss, weil er dann irgendwie und er dann quasi erst später erkennt, den Tod kann man wohl nicht verhindern und auch so ein bisschen, ob denn der Tod nicht eine große, also was erwartet uns eigentlich nach dem Tod? Ist es die große Einsamkeit, wovor irgendwie scheinbar die Geister berichten? So scheint es zumindest und das ist ja dann auch sehr interessant, dass man hier das so verbindet, den Tod mit der großen Einsamkeit, dass wir dann erst richtig allein sind quasi, aber sich schon diese Leere in dieser großen Welt mit dem Internet schon so fast anfühlt wie so ein Tod, so ein halber Tod vielleicht. Ja. Und dann die dadurch ausgelöste Riesendepression und den verlorenen Lebenswillen, das zeigt halt dieser Film auf eine ganz, ja, einfache, aber ganz, ganz schreckliche Art und Weise und sehr, sehr effektiv. Deswegen ist das, glaube ich, gerade so für auch ein sehr gutes Zeitdokument, wie halt damals dann Anfang der 2000er halt dann noch diese Rezension oder dieser Abschwung sich halt dann auch in der Lebensrealität vieler Japaner dann dargestellt haben, was ein bisschen Grundgefühl vielleicht bei vielen war. Deswegen da auch nochmal sehr interessant, das so als Zeitdokument sich nochmal anzuschauen. Und halt wirklich diese Internet-Skepsis. Ich musste auch so ein bisschen auch an The Ring denken, ne? auch aus Japan. Der ist ja dann Ende 90er Jahre, ich glaube 98 oder 97 kam der raus. Da ist es ja auch, da ist es gar nicht das Internet, aber eine VHS-Kassette, die den Tod bringt. Aber das ist ja auch diese Massenpanik und dieses Massenmedium VHS-Kassette, die dann quasi den Horror überträgt, wo man da auch irgendwie schon so eine Grundskepsis gegenüber der Technik sieht. Was ich auch mal ganz spannend ist, weil natürlich Japan auch ein hochtechnologisiertes Land ist, die riesengroße Technikkonzerne hervorgebracht haben. Also dann so diese Dualität irgendwie. Ne? Einerseits irgendwie diese Begeisterung für Technik, aber einerseits auch dann diese Skepsis dafür. Ja. Genau, sind zwei sehr spannende Gegensätze. Also da lohnt sich der Film auch, wenn man ihn denn aushält, denn er ist schon wirklich sehr düster. Also er ist ja sowohl sehr düster gefilmt, als auch relativ beklemmend, fand ich. Ne? Und da vielleicht so einen smoothen Übergang zum Horror rüber zu bekommen. Es geht ja schon am Anfang los, wo noch gar nicht so richtig klar ist. Klar, du hast diesen Freund, der sich erhangen hat. Da ist aber, also das ist schon erschreckend und das ist das auslösende Ereignis, aber du bist da noch nicht Horror unterwegs, ne? Aber du merkst schon, dass da irgendwas nicht so richtig stimmt, ne? Auch wie die Räume da gefilmt sind beispielsweise. Außerhalb des Raumes, und das würde mich echt interessieren, wie sie das gemacht haben, außerhalb des Raumes ist alles so extrem weich gezeichnet. Also du hast halt, das ist wie, als ob die für außerhalb des Raumes eine andere Brennweite verwendet hätten als für innen. Man hat zwar das Gefühl, okay, man kann rausgucken, also es sieht jetzt nicht so richtig aus wie in einem Studio gedreht, aber man erkennt gar nichts. Ne? Es ist komplett verwaschen, es gibt nur diesen Raum. Könnt ihr mir vorstellen, dass sie vielleicht, weiß ich nicht, dass sie irgendwie schon weich gezeichnete Banner gedruckt haben und die für draußen vor die Fenster aufgestellt haben, vor das Studio oder so, weil es sieht so extrem aus. Es gibt auch so eine Szene im Bus,
wo sie Bus fahren, die ist offensichtlich, die soll wahrscheinlich auch so ein bisschen so sein, die ist offensichtlich mit so einem Beamer wahrscheinlich im Hintergrund gedreht worden, wie früher, ne, wie man es aus alten Hollywood-Filmen kennt, wo quasi ein Projektor im Hintergrund stand, um den Hintergrund sich bewegen zu lassen. Das, ich gehe einfach davon aus, dass das so gewollt ist, weil der Bus ist so schräg im Vergleich zu dieser Wand, das muss gewollt sein. aber auch da ist es so, dass dieser Hintergrund enorm unscharf ist und das geht auch so weiter. Also sozusagen, wir haben immer nur einen Raum, auf den das Ganze so ein bisschen begrenzt ist. Und die wenigen Außenszenen, die sind sehr menschenleer und sehr düster. Man weiß nur über die Hintergrundgeräusche, dass es da noch irgendwas gibt, was leben muss. Ne? Dass da irgendjemand Auto fährt, aber man sieht auch kein Auto fahren so richtig. Ja. Man sieht auch kaum andere Menschen. Also es ist halt wirklich so 4, 5 Schauspieler. Ja. Noch gegen Anfang des Films, so ein kleines bisschen, sieht man nochmal Passanten oder irgendwie einen Statisten, aber das wird auch immer weniger. Also auch sehr effektiv eingesetzt hat sozusagen dann, ne? Die Großstadt, wie, dass die sich, obwohl sie eigentlich so voller Menschen ist, dann sich doch irgendwie menschenleer anfühlt und gerade durch diese blurry Hintergründe, das so verdeutlicht wird, aber auch dann schrittweise, je länger der Film geht, dass es dann irgendwann gar keine Menschen mehr groß vorkommen, fand ich dann irgendwie auch sehr, sehr effektiv eingesetzt. Ja. Und es sagt ja auch an einer Stelle, sagt eine der Protagonistinnen, dass sie mal ihren Vater besuchen, oder ihr kommt von ihrer Mutter zu hören, besucht doch mal deinen Vater. Ah ja, der wohnt ja auch zwar in Tokio, aber irgendwie auf einer anderen Seite und Tokio ist ja groß und dann bin ich ja nie. Ja. Ne, und das ist dann auch diese Großstadt, die dann irgendwie so groß ist, dass man eigentlich dann nur in seinen eigenen vier Wänden bleibt. Ne, und das, deswegen setzt das ja der Film dann auch sehr bildsprachlich sehr gut um, deswegen, dass alles, was draußen gedreht ist, sich so komisch anfühlt. Ja. Und auch nochmal so leer. Und dann halt eben die Räume dann aber, das Detaillierte sind die aber natürlich auch dann nochmal eine ganz andere Art von Horror bringen. Weil das muss man sagen, ne, mit einfachsten Mitteln wird ja nicht groß auch, ne, die Monster sind ja auch nur Menschen eigentlich, die dann halt ein bisschen auch blurrier werden und unkenntlicher gemacht werden, aber sie sind einfach so in Schwarz gekleidet, wenn man so will, also eigentlich auch das Billigste vom Billigsten, aber hier wird ganz, ganz effektiv mit Licht und Schatten gearbeitet. Total. Und wann sich was im Schatten bewegt und wann nicht, auch ein bisschen ähnlich zu Longlegs, aber tatsächlich noch effektiver eingesetzt, wo man die ganze Zeit im Hintergrund den abscannt, wo passiert denn was, wo bewegt sich denn hier was, und ich musste auch ein kleines bisschen auch an It Follows denken, dass wenn du manchmal, ist denn das jetzt schon ein Geist, den man dort sieht, die eine Figur? Und dann ist sie schon wieder weg. Oder hat sich da was bewegt in der Spiegelung? Oder hat sich da nichts, ist da im Schatten, ist da was? Und das wird hier sehr, sehr effektiv eingesetzt. Es gibt ja diese als eine berühmte Szene, die auch dazu geführt hat, dass wir auf diesen Film ja schauen. Da hast du, Lukas, hast ja bei YouTube entdeckt, einen YouTuber, der auch explizit gesagt hat, dass jetzt die gruseligste Szene, die ich jemals in einem Horrorfilm gesehen habe. Und es ist schon eine sehr gruselige Szene. Und es ist tatsächlich eine sehr gruselige Szene, obwohl sie auch so einfach ist, obwohl es tatsächlich einfach nur ein Gang ist, ein dunkler Gang. In der Nacht, in der einen Ecke oder an der einen Stelle ist ein Mensch und auf der anderen Seite kommt ein anderer Mensch aus dem Schatten heraus. Na, aber wie diese Person dann aus dem Schatten herauskommt und wie das eingesetzt wird, wie lange es erstmal ruhig ist, bevor du überhaupt erkennst, dass dort eine Person aus dem Schatten kommt, wie da halt auch mit den Bildausschnitten gearbeitet wird, wie sich dann diese Geisterperson dann bewegt, wie dann das da umgeschnitten wird. Das ist schon sehr, sehr, muss man sagen, gruselig und sehr, sehr effektiv, als dieses wirklich in einen hineinkriecht, dieses Gefühl, ohne Jumpscare, was ja die ganz hohe Kunst ist, dass das trotzdem einen ins Mark irgendwie erschüttert. Wirklich eine die ja dann irgendwie auch schon legendär, ich habe zumindest gefunden, die Aussagen, dass das so eine auch der Szene ist des J-Horrors, weil die symptomatisch dafür steht, wie man es im besten Fall einsetzt. Aber ich würde auch sagen, so eine Szene, das ist, wie man Horror gestalten sollte, weil das wirklich dann auch gerade im Vergleich zum Remake, das hast du ja nochmal angeschaut, Lukas, hat das ja nicht ganz so gut funktioniert. Nicht wirklich, nee. Lass uns später über das Remake sprechen. nee, aber also zu dieser Szene, ich habe mir die jetzt ab und zu öfter mal noch angeguckt und ich hier jedes Mal wieder Gänsehaut, weil das ist wirklich, wie du sagst, es kriecht in einen rein. Die ist wunderbar choreografiert. Und ich glaube, mehr braucht es dann auch gar nicht. Da sind keine visuellen Effekte so richtig, also im Sinne von irgendwas Computergeneriertes drin oder irgendwie Special Effect oder so, sondern es ist einfach nur eine schauspielerische Leistung und natürlich auch eine handwerkliche Leistung derjenigen, die das gefilmt haben und komponiert haben am Ende. Sound spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle. Ja. Und die Geister immer kommen, ist auch immer so ein Frauenchor, glaube ich. So verzerrter, ja. So verzerrter, aber ganz verzerrter, wo man natürlich, wenn man das schon dann hört, dann denkt, gleich geht's ja los. Diese Szene nutzt das Uncanny Valley, was man ja sonst immer so ein bisschen als so, also unheimliche Tal, ne? Das ist, wenn etwas so nah an der Realität dran ist,
dass es fast die Realität immer imitiert, aber eben nur fast. Also so, dass es dann gruselig wirkt. Also zum Beispiel eine sehr, sehr lebensechte Puppe, wo du aber erkennst, oh, da stimmt was nicht. Ah, da stimmt irgendwas nicht. So, und das haben sie perfekt eingesetzt, um wirklich einfach dieses Horrorgefühl zu generieren einfach. Weil du merkst, durch den Gang und durch das, wie es, da stimmt was nicht. nein, das meine ich. Ne? Die ist noch nicht durchsichtig oder die rennt nicht auf einen zu oder hat ein verzerrtes Gesicht, wie im Remake übrigens. Oder schreit einen an oder kreischt einen an. Aber da, du siehst es und denkst so, oh Gott. Du merkst, realisiert es eigentlich genau das, was der Darsteller in dem Moment realisiert. Er realisiert, ich bin hier einen Schritt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin durch diese Tür mit diesem roten Klebeband bin ich durchgegangen. Das war super dumm. Ich habe ja offenbar, das war Mist. Ich habe irgendwas erweckt, was nicht hätte aufgeweckt werden sollen. Aber es ist nicht so von Anfang an klar, weil es könnte ja noch ein Mensch sein, aber ist es dann nicht. Und du siehst es, wenn sie läuft, merkst du so, oh ja, das stimmt, du hast verkackt, Junge. Das war's für dich. Also es ist wirklich, wirklich grandios umgesetzt. Und damit, also der Film erzeugt mit so einfachen Mitteln eben ganz viel. Es gibt dann auch so eine Szene, wo eine der Hauptdarstellerinnen auch reflektiert und über den Tod nachdenkt und offenbar auch schon gefangen ist in dieser, oder von diesem, ich sag mal, von diesem Virus ergriffen ist. Und dann eben so am Fenster steht und durch so eine halbdurchsichtige Gardine durchschaut, ne? Und im Prinzip schon am Schleier zum Tod steht. Und das symbolisiert der Film, ohne dir das irgendwie in your face, guck mal, wir haben uns was Cooles ausgedacht. Mhm. Wir haben ja einen Schleier hingetan, weil die redet jetzt über den Tod. Sondern das ist halt einfach da und es funktioniert einfach. Ne? Ja. Ich fand auch eine Szene sehr beeindruckend, wo sich auch eine der Hauptdarstellerinnen dann quasi sieht, dass sie beobachtet wird, dass quasi irgendwie scheinbar hinter ihr sich eine Kamera befindet, weil sie dann halt auf einen Computer schaut, sich diese Geistervideos anschauen will und dann sieht sie selber irgendwie in einem Video und dann, wie sie dann halt auf die Kamera zugeht, wie dann auch die Kamera schwenkt zwischen dem Gang, wo offensichtlich die Kamera stehen muss, wir sehen sie als Zuschauer aber nicht, dann der Hauptfigur, die irgendwie halt nicht weiß, was los ist und dann nochmal auf den Bildschirm schaut, der halt dann den Ausschnitt zeigt, diese Kamera, die wir nicht sehen, was die sieht. Das heißt, man hat hier so eine dreifach, vierfach Perspektive und wie das immer auch mit Kamera schwenkt, dass man sie wieder, dass man das und weiß jetzt nicht, gibt es denn diese Kamera wirklich? Was ist denn da, was die Person filmt? Ja. Ist das wirklich eine Kamera? Ist das ein Geist? Keine Ahnung, was das ist, aber ja. Und wir haben das, und wir sehen ja dann sogar, wie sie die Kamera umarmt, aber wir sehen halt die Kamera nicht, sondern da ist keine Kamera, da ist einfach nichts. Aber was ist da, Lukas? Was ist da? Ja, auch das hat übrigens geschafft, das Remake zu verkacken, diese Szene, wie alle anderen Szenen auch. Der Film ist wirklich eine große Empfehlung, finde ich. Ich mit dem Ende. Also das Original. Ja, das Original. Mit dem Ende bin ich jetzt nicht ganz so zufrieden so richtig. Also man wollte dann, also es ist dann am Ende wird es nochmal mühpompöser. Ich sag mal, dieser letzte Teil, wo die Stränge dann zusammenführen. Weil man da dann auch CGI dann doch einsetzen will. Man hätte es nicht machen müssen. Man hätte es auch so verstanden, worauf es hinaus will. Aber da wird dann nochmal CGI eingesetzt. Sehr prominent und sehr, sehr prominent eben auch scheiße aus. Ja. Weil man dann doch sieht, das kommt von 2001. Mhm. Mit nicht so viel Geld umgesetzt, nicht aus Hollywood, das ist dann ein kleines bisschen, dass man merkt, okay, da ist unecht, wo der Film sich vorher doch so plastisch, so echt oder so eine dichte Atmosphäre aufbaut. Das ist natürlich gerade ein Horrorfilm mit schlechten Effekten, da fällt man natürlich schnell mal dann raus. Das ist zum Glück dann erst wirklich eine der letzten Szenen, die ganzen 98% vorher des Films passt das alles. Ja. Es gibt nur noch einmal kurz, dass man so eine Smoke-Simulation, die sieht auch ein bisschen kacke aus, aber hey, das sind wirklich die zwei Szenen, wo ich gedacht habe, okay, hätte man aber die kann man verzeihen. So, das kann ist einfach ich, auch der, Zeit, verzeihen, der ja. Zeit geschuldet und also der frühen Phase der visuellen Effekte geschuldet und ich glaube auch das Budget ist einfach am Ende passt. Sonst stimmt bei dem Film ganz viel. Und ich würde sehr empfehlen, den tatsächlich im Dunkeln zu schauen. Auch wenn ich total verstehen kann, dass man den im Hellen schauen will, weil der ist, glaube ich, im Dunkeln wirklich, also er ist im Dunkeln sehr. Drückend. Aber das Problem ist einfach, im Hellen, der ist so dunkel gefilmt, die ganz viele Szenen wirken im Hellen einfach gar nicht. Also und das, du erkennst auch dann halt du erkennst, genau, das meine ich. Du erkennst nichts. Also sie sind so dunkel gefilmt, dass du in die Schatten gar nicht reinguckst. Also im allerbesten, sucht euch das beste Display, das ihr habt und stellt es auf die höchste Stufe und dann guckt ihn im Dunkeln an. So.
das ist auch, also wenn ihr die volle, wenn ihr den vollen Clash wollt, wenn ihr natürlich sagt, oh, bin schon eh ein bisschen schreckhaft, dann guckt ihn halt Mailen an. Sicherheitshalber. Aber lohnt sich auch trotzdem, dass wenn man vielleicht jetzt das ein bisschen entschärfen möchte, der funktioniert, glaube ich, auch sehr, sehr gut im Hellen am Tag, auch wenn man vielleicht nicht im Schatten nicht sofort alles erkennt, weil er doch so auch so auch inhaltlich einfach überzeugt, was uns ja vorher bei Longleg so gestört hat, dass er da so wie mit dem Katapult irgendwie mit seinen Themen auf den Film wirft und da ist ja Puls doch deutlich treffsicherer, deutlich treffsicher, weil er wirklich eine Idee hat, was er erzählen will oder ein Thema aufwirft, Fragen stellt, interessante Fragen stellt und die auch über den Film hinaus verfolgt und das dann nicht einfach auf halber Strecke liegen lässt. Deswegen war das hier wirklich eine sehr angenehme, doch dann Überraschung, dass wir da hier noch eine kleine Horrorperle entdeckt haben. Ich glaube, aber für alle Hardcore-Horror-Fans, die kennen den wahrscheinlich schon. Mit Sicherheit. Da ist der wahrscheinlich schon ein großer Klassiker. Aber wir haben jetzt ihn endlich auch nachgeholt, aber umso schöner. Aber auch wieder interessant zu sehen, dass dann Hollywood natürlich sich dann irgendwann drauf springt, weil sie sagen, ah, der ist ja richtig cool, ihn dann aber einfach verkacken, weil sie das dann natürlich die amerikanische Jumpscare-Bildsprache dann da drüber kippen. Ich habe mir zumindest auch diese eine berühmte Szene dann auch nochmal im Remake angeschaut und ja, die ist natürlich, verliert einfach wirklich 90% des Grusels. Ja. Alles verliert und alle Szenen, die du aus dem Original wiedererkennst, die sind da nur drin, nicht weil es irgendwie passt, weil im Film passt nämlich ehrlich gesagt gar nichts, weil es irgendwie passt, sondern weil man sagt, hier komm, es gibt ja ein Original. Und guck mal, wir müssen dann auch diesem ganzen, ach, dieses komische Gedöns da mit dem Leben, Sterben hinterfragen und so weiter. Nee, lass es einfach in die Fresse machen und irgendeine Geisterpandemie draus machen, die aus dem Internet kommt. So. Weil The Ring hat ja auch gut funktioniert. Also hey, machen wir das Ganze jetzt nur fürs Internet. Also ich will vielleicht, es ist vielleicht gut, nicht so viel über den Film zu fragen. Ich habe ihn mir ganz angeguckt, zu sprechen. Ich habe ihn mir ganz angeguckt. Tut mir leid. Ja, das tut mir auch leid. Für mich selbst. Kristen Bell in der Hauptrolle. Das Einzige, wo ich am Anfang gedacht habe, hey Mensch, ist, dass man sich so ein bisschen zurückversetzt fühlt in diese Zeit, 2005, 2006, wie die Leute angezogen waren, wie die Leute geschminkt waren. Da kann man nochmal gucken und sagen so, oh, styletechnisch haben wir uns da keinen Gefallen getan auf lange Sicht. So. Aber nee, echt nicht. Also den bitte nicht gucken. Das Einzige, was der Film Gutes getan hat, ist, dass dann das Original auch mal in Deutschland auf den Markt kam. Das hat es damals gebraucht. Ich glaube, heute würde das vielleicht, also ich will es nicht, heute sind die Mechanismen ja andere, die Marktmechanismen. Heute würde wahrscheinlich das Original mal so in einer Streaming-Plattform irgendwo auftauchen oder man könnte ihn zumindest digital irgendwie erwerben. Im Idealfall. Da hat sich schon ein bisschen was verändert. Allerdings auch hier muss ich sagen, Puls kann man sich leider, also den amerikanischen, den kann man sich leider, wenn man Amazon Prime hat, kostenlos anschauen im Stream, also nicht kostenlos, aber halt im Abo. Den Original Cairo muss man kaufen. Also den gibt es im Moment nirgendwo im Stream. Also wenn ihr irgendwie mal 5 € übrig habt oder so, dann holt euch die DVD. Ich glaube, er lohnt sich als Blu-ray. Ich glaube, es gibt auch eine Blu-ray-Variante. Genau, schaut ihn so gut wie möglich. Es wirklich lohnt sich, wenn man Horrorfilm-Fan ist, würde ich sagen. Es ist keine verschwendete Zeit. Deswegen, wir haben jetzt irgendwie schon im August ein kleiner Horrormonat. Ja. Es kommt ja auch noch ein Alien-Film raus. Mal gucken, ob wir den dann auch wirklich dann besprechen. Ist der jetzt nicht schon rausgekommen? Der ist jetzt zum Zeitpunkt. Der Aufnahme. Der Aufnahme heute. ist jetzt heute draußen. Aber ich glaube, wir müssen dann beim nächsten Mal noch mal ein bisschen wieder was aufhellen. Was anderes gucken. Damit wir machen wir das Horrorfilm-Magazin. Das Horror, ja. Sehr schön. Dann wäre es das, würde ich sagen. Und wir sprechen nächste Woche über keinen Horrorfilm. Hoffentlich. Weil ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schon verstört. Ich konnte nicht so gut einschlafen danach. deswegen hätte ich mal lieber ein bisschen was mit mehr Blümchen und ein bisschen mehr was am Tag spielt. Und wo Geister sich im Hintergrund irgendwo verstecken oder schwarze Schatten sich über irgendwo bilden. Das finde ich alles ein bisschen. Muss nicht mehr. Dann schauen wir was anderes. Ja, machen wir. Also, bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.